Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Mui geilen Episode Let's Play Assassin's Creed Mirage. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn nach unserem letzten Attentat haben wir unsere alte Freundin aus den ersten Episoden wieder getroffen. Und wie es weitergeht, nach dem Intro. Viel Spaß. Und da sind wir zurück, back in business. Und wir sollen uns mit Roshan natürlich treffen. Dort werden wir weitere Informationen erhalten und. Ein paar Scherben haben wir auch eingesammelt. Gesetzloser Abschaum, holt die Wachen! Sollen Sie sich drum kümmern? Ungünstig. Direkt erstmal wieder verkackt, ne? Direkt verkackt. Typischer Ares-Move wieder. Ungünstig. Ungünstig, okay. Das ist diese Mauer, ne? Über die müssen wir halt wieder rüber. Auch wenn wir da eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Aber. Es ist schon ziemlich krass mit dieser Mauer, so wie sie das aufgebaut haben, so Doppelwall, ey, das ist schon, yo. Kann man mal so machen. Flamingo-Feder. Oh. Das war eigentlich so nicht geplant, aber gut. Sei es drum. Wir irren hier weiter durch Bagdad durch. Viele Straßen, viele kleine verwinkelte Gassen und eine Muschi. Jo. Schon krass, dass diese Katze einfach mal so 5000 Nummern größer ist. So im Verhältnis. Als wir selbst. Wir sollen hier durchsteigen, Leute. Ach da. Ich falle besser nicht auf. Oh, haben wir schon mal einen weniger, ne? Hier gibt's doch so viel zu entdecken. Das ist einfach krass. Aber wir sind da. Wir sind da. Ja, wollen wir mal talken, ne? Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Hol konzentriert waren, suchte Fulan in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El-Abbasiyah und El-Kach. Ich breche bald nach Asharkia auf. Und ich schließe mich Rifka in El-Karch an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Ja, zeig mal her. Er hat halt wirklich was. Ein Blasfall, ein lautloses Geschoss. Was Leute zum Einschlafen bringen kann. Rauchbombe. Eine Falle. Oh, ich glaube, wir
schalten das hier frei. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jaffar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Nicht schlecht. Wir haben ein neues Hilfsmittel freigeschaltet. Wir können aber trotzdem nochmal mit ihm quatschen. Vielleicht können wir nochmal ein paar Sachen verbessern. Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Sei mein Gast. Nee. Schade. Da können wir nichts verbessern. Genug gesehen. Jojo. Alles klar, Abmarsch. Ich stehe in eurer Schuld. Auf bald. Er hat mir... Okay. Oberhaupt des Ordens. Kopf der Schlange. Und wir haben einen neuen Rang. Lehrling. Nice. Können wir mal gerade schauen, unser Inventory, was wir hier verbessern können. Ja. Yeah. Talisman. Auf jeden Fall ausrüsten. Könnten die auch verbessern? Aber wie können wir die verbessern? Ich verstehe. Wir müssen damit zu diversen Läden rennen. Jetzt habe ich es kapiert. Da haben wir die Materialien nicht für. Einen Schneider aufsuchen. Lass uns doch mal eben auf der Map schauen, wo wir einen Schneider haben. Bist du ein Schneider? Du bist ein Schneider. Auf geht's. Dann latschen wir mal zum Schneider und gucken gerade, ob wir unsere Ausrüstung ein bisschen verbessern können. Wir werden übrigens immer noch gesucht. Nicht mehr so stark wie vorher, aber ja, wir werden noch gesucht. Okay. Hat ja geklappt, Alter. Hauptsache ich treffe einfach null. Ich hätte gerne mal Knife wieder. Kriegen wir es hin? Danke. Ein Wurfmesser haben wir. Okay. Könnte schlimmer sein. Nämlich, dass wir keins haben. Okay. Aha, Schneider. Hallo. Frieden, Zadik. Sei willkommen. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich um. Ich könnte meine Ausrüstung verbessern. Eine starke zusätzliche Schutzschicht ist immer gut. Ja. Danke. Dem kann ich nur beipflichten. So, die Montur ist auf jeden Fall schon mal verfeinert. Wir haben aber die Materialien nicht. Das war's also für heute? Ja. Okay. Ich gehe dann mal. Gute Reise. Geil. So, Inventory. Schauen wir trotzdem nochmal rein. Haben wir hier die Materialien für? Wir suchen sie zum Verbessern einen Schneider. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Einen Schneider aufzusuchen, wenn ich vorhabe,
Aha. Wir müssen natürlich für Waffen zu einem Schmied, ist ja klar, oder? Das da hinten dürfte einer sein, oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Schmiede, jawohl. Alles klar, das ist immer hier richtig. Ja, ja, Dienstleistung von Händlern. Okay, aber sowas kennen wir ja im Prinzip auch schon, ne? Das ist ja jetzt für uns kein Neuland. Da haben sie das Rad nicht komplett neu erfunden. Wo ist die Tafel? Das wäre natürlich geil, wenn wir nebenbei noch inkognito wären. Dann haben wir auf lange Sicht auf jeden Fall weniger Stress. Das wäre natürlich geil. Na los. Da ist er. Was für Abschaum, verpiss dich. Lieber verborgen bleiben. So. Oh Bock. So, ab zum Schmied. Aha. Haben ihn gefunden. Moin. Ja, wo bleibt mein E? Ich will mit ihm reden. Hallo? Hauptsache, ich kann jetzt nicht mit diesem Schmied reden, oder was? Kopf des Ordens, bla blub. Ja, aber ich würde ganz gerne mit dem Schmied jetzt erstmal reden. Warum kann ich denn nicht mit dem reden? Teilweise ist es doch relativ verbuggt, ne? Also jetzt mal ernsthaft. Ich habe hier einen Schmied und kann mit dem nicht reden. Ja, das ist jetzt die Frage, was wir machen. Gut, ich habe auf jeden Fall was angemarkert. Nimm dir den Brief, aber vielleicht können wir jetzt nochmal... Ich würde wirklich gerne mit dem quatschen. Warum kann ich denn nicht mit dem quatschen, Mann? Ja, ich bin doch kein Krieger! Geht doch. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Na also, geht was doch. Was hast du da? Sieh dich um. Ich verstehe was von Klingen. Mhm. Ich hauche ihm neues Leben ein. Oh. Vielen Dank. Perfekt, unser Schwert ist nun ein Ticken geiler, würde ich sagen. Bisschen mehr Schaden? Kann ja nicht schaden, ne? Brauchst du etwas Spitzeres? Das können wir uns nicht leisten. Ich habe ein Händchen für scharfe Dinge. Okay. Hast du, was du brauchst? Jo, bin versorgt. Dankeschön. Auf ein andermal. Bis bald. Auf ein andermal. Okay. Okay. Alter Schwede. So. Gut, wie weit müssen wir denn latschen? Jetzt haben wir es uns natürlich wieder so ein bisschen versaut, muss ich auch dazu sagen. Hä? Nimm dir den Brief. Ja, gut. Tu Buße, sonst wirst du Allahs Zorn spüren. Halt deine Klappe, ja? Lass ihn! Die Schorter wird sich schon bald um ihn kümmern. Die haben Sorgen. So, welchen Brief? Den hier? Hier ist doch Loot.
interagieren. Ein Hilfegesuch von Marjana, der Tochter von Ali Baba, ein Händler, unermesslich reich. Was könnte die Tochter eines berühmten Kaufmanns wollen? Da steht, ich soll sie vor den Toren von Bagdad treffen. Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir das mal. Eine reiche Tochter vor den Toren Bagdads treffen. Klingt doch voll nach einem Plan, oder? Ich frage mich natürlich jetzt, wie weit wir da reisen müssen für... Was habt ihr denn? Was geht denn machen? Untertauchen könnten wir natürlich auch. So, zeig mir mal bitte die Map. Muss ich ja natürlich ein gutes Stück wahrscheinlich. Münze und Dolche. Ja. Südliches Stadttor. Ach, da unten. Lol, das ist arschweit weg. Okay. Haben wir uns ja was vorgenommen. Das ist wirklich jetzt weit weg, aber ja gut. Sie befindet sich bei den südlichen Stadttoren. Ich bin gespannt, was sie möchte. Vor allem, wenn wir hier dann doch eine halbe Weltreise auf uns nehmen, dann muss sich das auch lohnen. Aber da kann man halt noch mal so ein bisschen was hier von der Stadt genießen. Ja. Ist auch mal was Schönes. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Uiuiuiui. So, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder inkognito. Wir suchen nicht mehr nach uns. Ich glaube, das ist wieder der Winterpalast. Ja, hier dürfen wir uns eigentlich gar nicht aufhalten. Ich so, YOLO. Oder? Jo. Das ist der Winterpalast, ja. So wie es aussieht, ja. Okay. Hier haben wir nochmal ein Fragment, das können wir auch einsammeln. Gesang und Poesie. Nice, ey. Wie verwinkelt hier auch alles ist, ne? Hier gibt es eine Scherbe. Wo? Aha. Auch wieder gut bewacht. Da. Ein Mitglied von Adia. Dem sollte ich nachgehen. Auf jeden Fall. Da kann man nämlich den mal ausprobieren. Klappt ja jetzt nicht ganz so geil. Gepennt. Aber ich habe arsch viele Schüsse dafür verbraucht.
Gut, ich meine, soll ich mich jetzt beklagen? Ich meine, es hat ja funktioniert, ne? Mehr schlecht als recht, aber es hat funktioniert und das ist die Hauptsache, ihr Lieben. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Hier so? Na los, hopp. Perfekt, da vorne haben wir nochmal ein Türmchen. Direkt einmal durchsynchronisieren. Wenn wir schon mal da sind, nutzen wir das natürlich. Alle voll in Panik hier. Ich weiß nicht, was die haben. Gar nichts gemacht. Gar nichts. Habe nicht mal eine Bier getrunken. Habe ich halt wirklich nicht. Schon arschlange nicht mehr. So, random Fun Fact hier reinballern. Einmal nach oben. Die sind richtig sauer. Wir brauchen eine Handelsmünze. Das ist frech. Verdammte Axt. Verdammt, das ist echt heftig. So. Oh Mann, jetzt sind wir natürlich nicht anonym. Wir müssen erst anonym werden. Okay, dann boxen wir uns ein bisschen. Na komm her. So ist es. Hörst du? Kommt. Nicht. Komm doch. Du bist dran. So. Jetzt warten wir. Jetzt warten wir, bis wir anonym sind wieder. Es war aber ganz schön close, ne? So ein Stress heute wieder. Mann. Etwas fast verkackt. Wir sollten es gleich haben. Und dann können wir... Jawohl. Siehste, das hat doch geklappt. Sie war fein aus dem Schneider. So, schlär einmal auf das Türmchen rauf. Hat doch geklappt, Freunde. Ja, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, aber es hat funktioniert und das ist die Hauptsache. So, einmal hier hin, dann einmal hier hoch. Und zack, sind wir doch schon oben. So, fertig. Nice, Reno. Einmal synchronisieren, bitte. Nice. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen, werden Träumchen ganz wichtig. Videobeschreibung abchecken. Partner Instagram, Triebwerk und der Merch sind verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.